Du, weißt du, was mir passiert ist? Ich wollte Bargeld holen. Ja. Und dann gehe ich immer dahin, wo mein Automat ist, wo ich immer Ja, hingehe. kann. Ja? Und dann war der nicht mehr da. Da war Oh. der einfach abgebaut. Nee. Ja? Und da könnte ich mich aufregen, da ist der einfach weg. Ja? Und dann fahre ich kilometerweise ins nächste Dorf. Da ist ein Automat. Und dann gehe ich dahin, da gibt mir der Automat nur noch 200 € raus, maximal. Das reicht aber gar nicht für meinen Einkauf. Da kann ich ja meine Autorechnung nicht bezahlen, dann meine Reparaturrechnung. Da könnte ich mich ja Ja, aufregen. kannst du mal sehen. Oh, vielleicht ist das auch schon so ein Puzzleteil für die Bargeldabschaffung. Ein Vorläufer, der darauf hindeutet, dass eben, wie gesagt, das Bargeld abgeschafft werden soll. Bargeldabschaffung, das ist doch eine Verschwörungstheorie. Wie kommst du denn da drauf? Wenn ich mich umschaue, die ganze Sache beobachte, dass der 500-Euro-Schein ist weg. Sie wollen jetzt, glaube ich, noch weiter runtergehen bis 200 €, denn die Automaten werden langsam abgeschafft. Du hast verschiedene Gesetze, die in Kraft kommen, zum Beispiel, dass du keine Immobilie mehr bar bezahlen darfst. Es gibt eine EU-Obergrenze an Bargeld, die du ausgeben darfst, wenn du ein Auto kaufst zum Beispiel. Ne? Kannst du auch nicht ein Auto für 50.000 € mal eben so hinblättern, das geht auch nicht mehr. Und dann die Handwerkerrechnungen, die musst du überweisen. Wenn du sie Cash bezahlst, kannst du sie nicht mehr beim Finanzamt absetzen. Und solche Sachen alle. Ja, von ein oder zwei Sachen hatte ich ja schon gehört, aber alles, was du da gerade gesagt hast, das hatte ich auch nicht so auf dem Schirm. Das ist ja seltsam. Das wird langsam Zeit, dass du aufwachst. Guck doch mal hin mit diesem CBDC in dem digitalen Zentralbankwährung, was da alles passiert. Mach dich mal schlau. Ja gut, dann. Das wird Zeit. Ja gut, werde ich mal vielleicht machen. Vielleicht werde ich auch weiter schlafen. Besser nicht.